Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die unendlichste Geschichtebox von STP. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die unendlichste Geschichte von STP. Das Ganze erscheint am 1.3., also genauer gesagt morgen Freitag. Ich habe das Glück, euch die Box heute schon vorstellen zu können und genau das werden wir jetzt auch machen. Gut, wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Dazu werden wir einfach hier mal einschneiden. So, und nun schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also, wir haben hier eine weiße Box, weißen Rahmen rundherum und dann haben wir hier in der Mitte ein krasses Cover, also sehr farbenfroh, da ist echt eine Menge los. Hier oben lesen wir STP, die Buchstaben wurden hier so mehr oder weniger festgebunden am oberen Rahmen, so sieht das aus. Und dann haben wir hier die halbierten Köpfe, einmal links Vincent und einmal rechts Doug. Und in deren Köpfen spielt sich echt einiges ab. Also wir haben hier wilde Szenen von einem Hammerhai, der hier anscheinend gerade gesurft wird, bis hin zu Berliner U-Bahn, Flammeninferno, Uhren, die hier um die Gegend, in die Gegend rumfliegen. Also sieht aus wie so ein alter Wecker. Dann haben wir oben Doug, der auf einem Dinosaurier reitet. Also so kennt man die beiden. Ziemlich durchgeknalltes Cover. Darunter lesen wir noch die unendlichste Geschichte und hier haben wir dann noch einen Sticker, einen FSK 12 Hinweis. Gut, dass das ein Sticker ist, somit kann man den hier einfach abmachen und es behindert das Cover nicht. Jawohl. So, was auch noch schön gemacht ist, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, jawohl, doch. Also die Gesichter hier heben sich deutlich ab vom Hintergrund. Also der Hintergrund ist so ein bisschen matt und speziell die Gesichter hier mit diesem Inhalt in der Mitte sind hier so in Hochglanzoptik. Sehr schön. Gut, dann lesen wir hier Limited Ultra Fan Edition. Auf der rechten Seite STP, die unendlichste Geschichte. Vincent auf dem Hammerhai und Doug auf dem Dinosaurier. Oben haben wir dann die Credits zum Album, Universal Music Chapter 1 und dann hier noch so eine Gitarre, die hier durch die Gegend fliegt. Barcode natürlich auch. Auf der linken Seite lesen wir dann auch nochmal STP, die unendlichste Geschichte. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben das in schwarz, sieht nach Weltraum aus und die unendlichste Geschichte in rot. Erinnert mich rein vom Schriftzug an Stranger Things, aber natürlich auch hier mit dieser Sternenoptik so ein bisschen an Star Wars, Star Trek. Aber rein die Schrift her, auch in diesem Rotton, ist für mich Stranger Things. Gut, so viel dazu. Genug zur Box an sich. Wir kommen zum Inhalt. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben als erstes hier einmal einen Tourflyer mit der Info- bzw. Merchandise-Flyer. Dann haben wir einen Fanschal, einen Turnbeutel, also ein Gymbag, ein Jojo, dass es sowas noch gibt, sehr schön, ein Tourbändchen, eine DVD des Live-Konzerts, das Album an sich im Digipack, dann das Album in der Instrumentalversion, also die Album Instrumentals, das Liederbuch, also die Texte, die Lyrics. Wir haben hier so Tattoos zum Draufmachen, ein Poster, Sticker und was für Sticker, also riesengroße Sticker. Vier Stück. So, jetzt ist die Box leer. Wie gesagt, von innen weiß. Sowohl innen als auch oben.
Wir machen die Box mal wieder zu und kommen nun zu den einzelnen Inhalten. Nachdem hier ein paar Sachen noch in Folie sind, werden wir die mal aus den Folien befreien. So, ein bisschen Ordnung machen hier. Also wir haben natürlich einmal hier diesen Gymbag, diesen Turnbeutel. Nummer 1. Dann haben wir das Album an sich eingeschweißt. Und dann auch noch die Live-DVD. Diese ist ebenfalls hier in Folie verpackt. Auch wenn ich es jetzt irgendwie gerade nicht aufbekomme. So. Aber jetzt. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Das Cover ident wie auch schon auf der Box. Das Ganze kommt, wie gesagt, in einem Digipack. Auf der Seite lesen wir dann wieder SDP, die unendlichste Geschichte. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 18 Tracks an der Zahl. Dann haben wir das Hörspiel, Kapitel 1 bis 5. Also 5 Kapitel des Hörspiels sind da noch oben drauf, die auch einige Features beinhalten. Beziehungsweise ja, Gastbeiträge. Und dann haben wir hier noch die Live-CD, also 20 Tracks in der Live-Version. Zum Abschluss gibt es dann noch die Credits und einen Barcode. Also, dieses Album machen viele mittlerweile, das ist nur digital machen und physisch nur in die Box. Nein, dieses Album gibt es auch so. Also das gibt es nicht nur in der Box, sondern diese Variante, dieses Digipack in diesem Umfang hier mit diesen 3 CDs kann man auch einzeln kaufen. Gut, dann haben wir hier Ihnen mal wieder diese verrückten Szenen, die sich hier in diesen Köpfen abspielen. Die kennen wir bereits vom Boxcover. Dann schauen wir mal hier auf der linken Seite. Haben wir hier einmal das Booklet und, was ist das hier? Okay, nochmal ein Flyer zur Tour, die unendlichste Tour und auch noch Merch. Also hier kann man Merch kaufen und hier könnt ihr SDP live sehen. Ich schaue jetzt gerade, jawohl, sie kommen auch nach Wien, sehr schön. Dann kommen wir zum Booklet. Wir haben hier das unendlichste Booklet, aka das kleine Büchlein Lies mich. Dieses Buch gehört dir nicht, es ist nur unendlichst ausgeliehen. Okay, also hier haben wir dann so eine Einleitung. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle gerne kurz anhalten und durchlesen. Dann haben wir hier schöne Fotos und diverse Zitate. Das zieht sich so durch, also wie man es von den beiden Herren kennt. Jede Menge Text hier zu finden. Mit viel Liebe gestaltet das Booklet. Nicht einfach nur Fotos, sondern wirklich ohne Ende Text und irgendwelche Ergüsse der beiden, die hier echt eine Menge geschrieben haben. Hier gibt es sogar ein Interview im Booklet, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Dieses Interview führten Vincent und Dark über einen unendlichen Zeitraum. Der Platz in diesem Büchlein ist nicht unendlich, deswegen hier nur ein kleiner Auszug. Sehr schön, also hier wirklich auch ein Interview mit dabei. Das unendlichste Labyrinth. Die unendlichste Checkliste. Wie gesagt, ich gehe das jetzt nur kurz und oberflächlich durch. Ihr könnt euch natürlich an der entsprechenden Stelle, falls es euch interessiert, kurz anhalten. Dann haben wir hier noch einen Kalender mit den wichtigsten SDP-Dates. Fotos. Weitere Fotos und Zitate. Und hier dann noch die Album-Credits. Sehr schön. Also hier hat man dann alle Beteiligten aufgelistet, die hier mitgewirkt haben. Es würde mich jetzt interessieren. Okay, also ich sehe es jetzt nicht speziell von diesem Hörbuch, also diese 5 Kapitel. Aber wie gesagt, da sind einige Features drauf. Vielleicht ist das ja auch nochmal separat auf der CD ersichtlich. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben die Album-CD. Die sieht so aus. Dahinter kommt dann dieses Wesen hier zum Vorschein. Dann haben wir CD Nummer 2. Diese ist in dem Fall dann das Hörspiel.
Wie gesagt, 5 Kapitel gibt es hier drauf mit einigen Feature-Beiträgen. Unter anderem, was mich sehr freut, ist auf diesem Hörspiel Kurt Krömer drauf, mein absoluter Lieblingscomedian. Sehr schön, dass der hier mit dabei ist. Und dann haben wir natürlich noch CD Nummer 3, die Live-CD. Sehr gut. So, dann machen wir das Booklet samt Flyer hier mal wieder rein. In die dafür vorgesehene Stecktasche. Klappt das Ganze zu. Und damit nicht genug. Wir haben noch eine vierte CD mit dabei. Diese kommt hier extra in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Und diese beinhaltet die Instrumentals. Also 18 Tracks ergeben 18 Instrumentals. Sehr schön. Keine Skits dabei oder Lückenfüller. Das sind hier wirklich 18 Instrumentals. So sieht das aus. Dann haben wir mit dabei die Live-DVD SDP, die bunte Seite der Macht. Also das letzte Album ist ja im März 2017 erschienen, vor circa 2 Jahren. Und zu diesem Album gab es natürlich dann auch eine Tour. Und hier beim Termin, beim Tourstopp in Berlin, in der Heimat, gab es dann diese Aufzeichnung hier. Daher auch der FSK 12 Hinweis, den wir auf der Box hatten. So sieht das aus, kommt in einer DVD-Hülle. Und hier haben wir noch 27 Tracks, die hier live aufgezeichnet wurden. Sehr gut. So sieht das aus. Hier gibt es kein Booklet, dafür hier die ganzen Credits, wer hier mitgewirkt hat. Und hier haben wir dann natürlich die DVD. So sieht die aus. Jede Menge Pyrotechnik hier am Start. Und hier dann noch das Bandfoto mit der versammelten Menge. Also da waren echt einige Menschen anwesend. Gut, das waren die CDs bzw. die DVDs. Dann machen wir mal weiter mit diesem Flyer hier. Den kennen wir schon in der kleinen Variante vom Booklet. Also hier nochmal die Tourdates und hier Merch kann man hier kaufen. Dann haben wir mit dabei, gab es schon mehrmals in einer Box, aber wir schauen gleich, denn meines Wissens ist dieser Schal besonders. Wir haben hier einen Fanschal in Schwarz und Weiß. Wir haben hier einmal ein Herz eingekreist. Dann lesen wir hier SDP und dann DBUBDW. Also die Abkürzung für die bekannteste unbekannte Band der Welt. SDP, hier wieder das Herz. Und auf der Rückseite haben wir dann durchgängig SDP über die gesamte Länge. Also zweiseitig verwendbar. Und warum ich gesagt habe, dieser Schal ist etwas Besonderes, denn wir werden den mal hier ganz kurz halbieren, damit man den hier halbwegs drauf bekommt. Also ihr seht, geht sich immer noch nicht ganz aus, aber es gab ja schon, wie gesagt, mehrere Schals. Und jetzt habe ich hier einfach mal als Beispiel den Schal von Capital Bra hergenommen, den ich jetzt ebenfalls halbiert habe. Und wir sehen schon, obwohl das jetzt halbiert ist, der ist etwas kürzer. Also dieser Schal hier von SDP, haben sie glaube ich auch angekündigt in einem Video, hat tatsächlich Überlänge. Also der ist ein Stück länger als die regulären Schals, kann man daher vielleicht noch einmal mehr um den Hals legen, beziehungsweise dann länger am Oberkörper baumeln lassen. Schön gemacht, komplett in Schwarz und Weiß. Wir haben hier allerdings keinen Zettel, der uns irgendwie was verrät über Herstellung oder Material. Aber ich gehe mal davon aus, diese Fanschals sind immer aus Acryl, wird dieser voraussichtlich auch sein. So, dann haben wir einen Tattoo-Bogen. Denn die beiden Herrschaften sind ja tätowiert und hier kann man dann entsprechend Tattoos an seinem Körper anbringen. Wir haben hier die diversen Tattoos, sowohl Schrifttattoos als auch Formen bzw. Grafiken. Wir haben hier zum Beispiel eine Kassette mit Bleistift. Wer das noch kennt, oder hier der Hammerhai und der Dinosaurier. Da kann man seinen Körper entsprechend verzieren. Hier hinten dann auch noch die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Kennen, glaube ich, die meisten diese temporären Tattoos, wie die da funktionieren mit Wasser. Also, hier könnt ihr euch dann euer Motiv aussuchen. Aber es gibt nicht nur Tattoos zum Aufkleben, sondern wir haben auch Sticker und was für welche. Also, um das mal kurz hier zur Seite zu machen. Wir haben hier einmal einen riesengroßen
Cover-Sticker, quadratisch. Der ist nahezu so groß wie die Box und die ist echt schon groß. Ja, also das kommt hin. Riesensticker in Hochglanz. So sieht er aus. Dann haben wir einen zweiten Sticker. Dieser ist rund, also hier kreisförmig, kann man hier dann rauslösen. STP Changed My Life. Dann quadratisch, merkst du selber, war STP. Und dann noch, ich habe illegale Hobbys im Design von diesem Verbraucherhinweis, harte Texte. Sehr schön gemacht, also vier Sticker, riesen Sticker. Damit kann man echt was anfangen, eure Wohnungstür, eure Zimmertüre, was auch immer damit zu kleben. Mit dabei dann auch noch ein Poster, doppelseitig bedruckt. So, wir bekommen hier langsam Platzprobleme am Tisch bei dem ganzen Inhalt. Wir haben hier das Cover nur etwas erweitert, denn wenn wir es nochmal kurz vergleichen, wir haben hier dann regulär oben am Kopf den Abschluss mit Wolken. Die Wolken sind hier etwas anders gestaltet, dafür haben wir hier dann diverse Ergänzungen. Wir haben hier unter anderem Satelliten und UFOs, die hier rumfliegen und Planeten und eine ziemlich böse Wolke. Also das Ganze etwas erweitert. So sieht das aus. Hochformat. Und auf der Rückseite, passend zum letzten Albumtitel, die bunte Seite der Macht, haben wir dann hier Vince und Dark im Farbeninferno. Also hier ist echt farbtechnisch einiges los. Farbkleckse, alles bunt. Sieht echt mächtig aus. Querformat. Je nachdem, für welche Seite ihr euch entscheidet. Hochformat oder Querformat. Ein Liederbuch, worüber ich mich besonders freue. Ich bin generell immer ein Riesenfan davon, wenn Künstler ihre Lyrics, ihre Texte mit reinpacken, entweder ins Booklet oder so als Beilage. Finde ich sehr gelungen. Schauen wir mal hinein. Also es wirkt von der Optik wie so ein altes Lederbuch. Ist natürlich aus Karton bzw. Papier. Hier haben wir einmal eine Einführung, also so eine kleine Widmung. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks. Auch hier wieder unterlegt mit diversen Grafiken. Und wir sehen, hier gibt es echt einiges zu lesen. Jeder Track hat hier seine eigene Seite. Beziehungsweise wenn es länger ist, dann auch natürlich zwei Seiten. Ja, also damit kann man was anfangen. Da kann man dann mit singen oder eben nachlesen, falls man etwas nicht verstanden haben sollte. Da kann man dann auch noch eigene Songs und Notizen verfassen. Jawohl. Also am Ende haben wir dann noch drei freie Seiten für eigenes Zeug. Das Liederbuch. Dann haben wir einen Turnbeutel, ein Gymbag. STP, die unendlichste Tour, lesen wir hier. Und wir haben hier dann die Bänder bzw. die Träger. Die sind hier auch nochmal im STP-Design gebrandet, also nicht klassisch in Schwarz, sondern hier wirklich mit weißem STP eingewebt. So sieht dann die Rückseite aus, die ist blank schwarz, aber die trägt man sowieso auf dem Rücken. Und wir haben hier zusätzlich noch ein seitliches Fach, hier haben wir einen Reißverschluss, habe ich es auch noch nie gesehen bei einer Gymbag, mit einem kleinen Extrafach. Hier kann man dann entsprechend Handy, Geldbörse oder Ausweis reinmachen. Und dann haben wir hier noch STP, die unendlichste Tour. Und eine Webseite stptickets.de. Gut, jetzt schauen wir nochmal kurz hinein. Jawohl. So sieht das dann von innen aus. Also, auch hier wieder alles in Schwarz gehalten. Machen wir mal zur Seite. Und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Wir haben hier, ist mir gerade auf den Boden gefallen, ein Tourbändchen. STP, die unendlichste Tour, lesen wir hier. Also, das ist wirklich so ein Tourbändchen, wie man es kennt, hier mit diesem Plastikverschluss.
Das heißt, man macht sich das drauf, kann es dann hier entsprechend enger stellen und dann passt das auch perfekt ans Handgelenk. So sieht das aus in Schwarz-Weiß und Gelb. Damit kann man sich klar als SDP-Fan zu erkennen begeben. Zu erkennen geben, nicht begeben. Und dann haben wir noch als letzten Boxinhalt ein Jojo. Ja, wer das von euch noch kennt, Jojos waren ja früher riesen Hype. Allerdings sind die über die letzten Jahre ein bisschen irgendwie ausgestorben. Freut mich sehr, dass das hiermit wiederbelebt wird. Dr. Dre empfiehlt das SD-Jojo-P. Okay, hier haben wir dann noch Hinweise. Also nicht ins Meer werfen, nicht essen, nicht 33, okay, vielleicht bis zu 33 Jahren. Was lesen wir hier? Hemmung, das SD-Jojo-P in deine Nase zu schieben. Mhm. Vorsehung, es besteht Verschluckungsdanger im Alter von bis 33 Jahren. Ohne extrem großen Fressluken. Achtung, Plastik, nicht ins Meer tun. Unendlichster Spaß, bis du es kaputt gemacht hast. Das schaffst du. Achtung, Sammlerstück, nicht auspacken, nicht damit spielen, Werteverlust. Okay. Kommt immer wieder back wie die 90s. Wenn du es richtig machst, bleibt dieses geniale Toy drehend stehen und kommt dann erst zurück. Kannst du es so gut wie Vincent und Dark in der 7. Klasse. Probier it out, yo. Jawohl. Also das gefällt mir richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, ich war nie so der große Jojo-Spieler. Ich habe dann irgendwann mal eine Zeit lang Diabolo gespielt, aber Jojo hat mir nie so zugesagt. Aber ich werde dem Ding eine Chance geben und auf jeden Fall mal probieren. Und dieses SDP-Jojo ist auch nochmal gebrandet hier, natürlich mit dem Bandnamen. Was lesen wir hier noch? Vincent ist cooler als Dark. Das zieht sich hier dann so durch. Also hier, wenn man es dann liest, steht dann auch Dark ist cooler als Vincent. Und in der Mitte lesen wir dann noch, Jojo ist das unendlichste Jojo und DBUBDW. Jawohl, also mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Limited Ultra Fan Edition befindet. Wir haben einmal das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann diesen Tattoo-Bogen mit diesen temporären Tattoos. Das eben gezeigte SDP-Jojo. Das unendlichste Liederbuch. Der Fanschal mit Überlänge. Dieser Flyer hier zur Tour. Die Live-DVD mit dem Auftritt in Berlin. Die Album-Instrumentals im Digisleeve. Das Bändchen der unendlichsten Tour, der Gymbag und diese vier Sticker, einer größer als der andere und natürlich mit dabei das Album an sich im Digipack, also das Album mit 18 Tracks plus 5 Bonuskapitel, dieses Hörbuch, dieses Hörspiel und natürlich dann auch noch die Live CD mit 20 Tracks. Das ist echt eine Menge Inhalt und wird dem Titel Limited Ultra Fan Edition in meinen Augen definitiv gerecht. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box, die unendlichste Geschichte von SDP. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr SDP unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.